Und ein bisschen Fahrrad fahren. Hier rechts gibt es einen versteckten Trainer. Und zwar, wenn ich mich nicht irre, eine Psycho. Ja. Und zwar mit einem Abra erneut. Das heißt, wir haben wieder einen einfachen Kampf. Wahrscheinlich hat auch dieses Abra wieder Kraftreserve. Ja, und das heißt, wir brauchen ein bisschen Glück, damit es uns nicht irgendwie ein sehr effektiver Attacke rein donnert. Aber es ist anscheinend nicht effektiv. Von daher ein relativ einfacher Kampf. Aber so einfach hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Also den Kader wird ja immer besser hier im Laufe der Zeit. Na gut, ist auch irgendwie logisch, weil es halt trainiert wird. Dann wird man nun mal stärker, wenn man trainiert. Wie Pokémon macht den Meister, das gilt auch bei Pokémon. Für die Pokémon zumindest. Weil Trainer verbessern sich ja im Grunde genommen nicht. Mal abgesehen jetzt vielleicht, wenn man betrachtet, Profikämpfe, das Einschätzen der gegnerischen Handlung. Ich glaube, ich werde hier keinen Rekorde aufstellen. Im Sinne von Geschwindigkeitsrekorden, es wird gemessen die Zeit. Auf der ersten Fahrt schafft man es aufgrund der Trainerkämpfe sowieso nichts. Und auch auf weiteren Fahrten werde ich es aufgrund der leichten Verzögerung nicht schaffen. So, und hier haben wir schon das Problem in dieser Gegend. Wir haben hier sehr viele Magnetilos. Auch in der Arena logischerweise, weil es eine Elektro-Arena ist. Der Witz, wenn man mal so nachdenkt, welche Attacken unser Team beherrscht, fällt einem spontan auf, dass kein einziges Pokémon in unserem Team eine Attacke beherrscht, die auch nur durchschnittlich effektiv auf Magnetilo wirkt. Wir haben ausschließlich nicht sehr effektive Attacken. Das lässt diese Gegend jetzt ein sehr harten Punkt auf unserer Reise werden. Es wird wohl nochmal wesentlich länger dauern als die erste Arena. Vor allem der Ultraschall, wie man gesehen hat, ist eine sehr gefährliche Attacke, da er 20 KP Fixschaden verursacht. An sich eher eine harmlose Attacke. Aber hier natürlich umso gefährlicher, weil wir selbst kaum Schaden machen und die Gegner an sich auch kaum Schaden machen würden, jetzt mal im Ernst. Deshalb, aufgrund der ganzen gegebenen Situation, würde ich gerne auf Tornado wechseln. Ganz einfach, weil es am längsten, aushält die Angriffe. Wir nutzen Raub, weil es von den nicht so effektiven Attacken noch am effizientesten sein dürfte. Ganz einfach, weil Windstoß zwar Schadensbonus bekommt, da Tornado Flug-Pokémon ist, aber Magnetilo eine höhere Verteidigung als Spezialverteidigung hat. Was will ich hier eigentlich für Items nutzen? Das kann sich selbst heilen, jetzt mal im Ernst. Diese Attacke muss ja auch mal genutzt werden. Damit können wir mal ein paar Runden aushalten, auch wenn der Donnerschlag uns natürlich alles zerstört, weil der etwa die Hälfte unserer KP wieder abzieht. Das heißt, wir machen jetzt so lange Morgengrauen, bis wir keinen Donnerschlag mehr abbekommen. Und können es wieder weiter rauben. Auf jeden Fall wird es ja eine sehr lange Fahrradtour. Ein sehr schmerzhafter dazu. Eine wirklich sehr schmerzhafte. Aber immerhin ist dieses Magnetilo jetzt auch Vergangenheit. Und was bringt uns denn die Zukunft? Die Zukunft bringt uns einen Kampfsieg ein. Ja, wir kommen hier wahrscheinlich nicht wirklich voran, weil wir wahrscheinlich alle zwei Kämpfe heilen fahren werden. Aber ja, anders kommen wir halt nicht durch. Das ist halt das Problem an diesem Gebiet hier. Hätten wir jetzt irgendwie unser Mudkip noch im Team, dann hätten wir jetzt hier aufgrund der Bodenattacken natürlich kein Problem. Aber wir haben es natürlich nicht mehr im Team, weil es ja auch kein Käfer-Pokémon ist. Also entspannt euch und genießt diesen Kratzfurien-Marathon. Wobei ich schon fast sagen würde, dass ich den Fahrradweg offscreen machen würde. Weil es ist nicht wirklich spannend, irgendwie. Ich kann euch verraten, alle Kämpfe hier sehen exakt gleich aus. Wir sehen ja fast ausschließlich Magnetilos und alles andere, was wir ja sehen, sehen wir spätestens in der Arena noch einmal.
Und es macht keinen Sinn, irgendwie hier 10 Parts am Radweg zu sitzen. Also, ich glaube, den würde ich schon fast offscreen machen wollen. So viel zu sehen gibt's hier nicht und ich verklick mich über den Attacken. Das ist natürlich nicht gut hier. Das ist absolut inakzeptabel und ich würde mich gerne heilen wegen dem Donnerstock. Sicher ist sicher. Schlimm ist natürlich, dass dieser Kampf hier noch ein bisschen länger dauert, als er 2 Pokémon hat. Und ich befürchte fast, dass das zweite auch noch ein Magnetilo sein wird. Immerhin hat sich Raub gelohnt. Da haben wir auch schon den Donnerstock. Der uns wieder fast umbringt. Ich wollte gerade sagen, und auch noch paralysiert uns damit komplett umbringt. Weil wir nichts mehr machen können, bevor er angreift. Aber das ist zum Glück nicht eingetreten. Stattdessen sind wir trotzdem fast tot. Jetzt haben wir keine AP mehr, das heißt, wir müssen jetzt auf den Supertrank ausweichen. Eigentlich kommen wir davon ein paar eingekauft. Es sollte erstmal eine lange Zeit reichen. Und ich hasse dieses Magnetilo. Ich bin an sich ein Freund von Magnetilo. Ich finde Magnetilo ist ein wirklich tolles Pokémon. Ich mochte es immer. Auch wenn man es nicht sagen kann, dass es jetzt nicht irgendwie super kreativ ist oder ähnliches. Es ist eine Eisenkugel mit dem Auge, 2 Magneten dran und 3 Schrauben. Und Magneton ist natürlich dann noch unkreativer, weil es einfach nur dasselbe in dreifacher Ausführung ist. Und das war auch unser Tornado hier. Langsam wird dieser Kampf kritisch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich tatsächlich meinen Kampf verliere, aber dieser Kampf sieht ja schon fast so aus. Weil wir noch einen zweiten Gegner haben werden. Und der zweite Gegner wird uns dann wahrscheinlich besiegen. Haben wir einen Beleber? Jetzt wäre ein Beleber einfach mal sicherheitshalber ganz nützlich. Wir haben einen Magnetilo. War auch irgendwie klar, dass wir noch mehr Magnetilos bekommen. Nein. Dann würde ich mal sagen, Ramot, entweder du gewinnst jetzt oder du zahlst die entstandenen Schäden und ich glaube nicht, dass du das Geld hast. Immerhin hält unser Ramot etwas aus, etwas mehr als der Rest vielleicht, aber immer noch nicht viel, wie man gerade gesehen hat. Und es muss eine ganze Menge aushalten, wie man ebenfalls gerade bemerkt hat. Einen Donnerschock muss es noch aushalten, deswegen heile ich nicht. Ultraschall hält es garantiert aus. Ja, Ultraschall. Das ist verwirrend mit dem Superschall und Ultraschall auf einer Rutsche hier beides zu treffen. So, nun würden wir sterben, wenn wir vom Ultraschall getroffen werden. Deshalb einen Supertrank. Und ich mache diese Route später offscreen. Eindeutig. So. Dieser Kampf ist jetzt natürlich super spannend. Er ist noch spannender als der Kampf gegen Nasknet damals. Ich hoffe, uns gehen die Tränke oder die AP für Konfusion nicht aus. Beides wäre schmerzhaft. Wahrscheinlich wäre Sterben billiger als Supertränke verwenden. Aber egal. Vielleicht gewinnen wir auch, weil Magnetilo keine AP mehr hat. Die Möglichkeit sollte man natürlich nie außer Acht lassen. Aber jetzt mal im Ernst, dieser Kampf ist nicht spannend. Da kann man sagen, was man möchte. Er ist aber gerade an sich gefährlich, aber spannend? Nein. Immerhin verwirren wir ihn mal. Ich meine, wenn er sich selbst angreift, macht er sich selbst mehr Schaden, als wir ihm Schaden machen mit unseren Angriffen. Von daher ist dieser Kampf einfach nervig, jetzt mal im Ernst. Da kann man nichts sagen. So kann man seine Freistunden natürlich auch verbringen, indem man Stunden an einem Magnetilo sitzt. Aber das sollte es jetzt auch gewesen sein, diese Runde oder die nächste zumindest. Diesen Kampf sollten wir jetzt eigentlich nicht mehr verlieren. Wenn, dann wäre es sehr ungünstig. So. Und tschüss, Magnetilo. Danke sehr. Und die Erfahrung lohnt sich überhaupt nicht, die man bekommt für diesen harten Kampf. Und das Schlimme ist, in der Arena werden wir auch noch welche davon sehen.
bin mir gerade unsicher, ob es in Saphir war oder in Smaragd, wo er sogar noch Magneton als Team-Pokémon hatte. Ich hoffe, es war Smaragd. Weil, ja, das könnte gefährlich werden. Das Magneton war auch in der jeweiligen Edition, ich weiß nicht, welches war, an sich schon sehr gefährlich, auch ohne, dass man nur Käfer dabei hatte. Aber man muss sich wirklich mal vorstellen, unsere stärkste Attacke ist nicht effektiv. Alle Attacken von uns sind nicht effektiv. Das ist eine eher suboptimale Situation, das kann man so sagen. Weshalb wir gleich mal den anderen Router erkunden werden, und zwar die Route 118. Hier haben wir etwas anderes als Elektro-Pokémon und Stahl-Pokémon vor uns, nämlich den Duft der Blumen und ähnliches, nämlich Pflanzen-Pokémon unter anderem. Pflanzen-Pokémon sind für unsere Käfer natürlich leichtes Futter oder eben leichtes Ziel für Blutsaugerangriffe. Hat eine Pflanze Blut? Das ist jetzt eigentlich mal eine schöne Frage. Hat eine Pflanze Blut? Das heißt ja quasi, in Anführungszeichen, eine Pflanze quasi Adern in dem Wasser fließt. Aber ob man es jetzt als Blutvergleich ziehen kann, ob man diese Paralyse jetzt mögen kann. Und das, obwohl wir nicht mal gegen Elektro-Pokémon kämpfen. Ja, der Witz ist ja, ein Elektro-Pokémon könnte uns gar nicht paralysieren, weil wir Boden-Pokémon sind. Nur Stachelspore schafft es. Damit sind nur die Pflanzen-Pokémon und ja, Käfer halt noch einige, wie unser Tornado theoretisch dazu in der Lage, uns zu paralysieren. Der Megasauger ist eine stärkere Version des Absorbers. Noch nicht die stärkste Version, aber immerhin schon eine etwas stärkere Version. Werden wir auf unserem Papinella später natürlich auch sehen. Mist, jetzt habe ich natürlich Papinella gesagt. Statt Tornado. Das kann ich besser. Ich kann ja auch mal dran denken. Dann haben wir einen Roselia, da würde ich gerne auf unser Ramos setzen. Das braucht auch noch ein bisschen Erfahrung mal. Auch wenn Tornado vielleicht noch ein bisschen sinnvoller gewesen wäre. Aufgrund des höheren Angriffs und der starken Flugattacke. Weil Roselias Defensive im Vergleich zu seiner Spezialdefensive noch geringer ist, als die Spezialdefensive schon ist. Ja. Irgendwie sowas wollte ich sagen. Ganz bestimmt. Und Roselia hat sich selbst angegriffen. Das ist natürlich immer toll. Aber ich würde trotzdem sagen, hör auf, dich selbst zu schlagen, Roselia. Das macht man nicht. Konzentriere deinen Angriff lieber auf meinen Ramot, der jetzt Stufe 19 ist. Und ja, scheinbar hat sie verloren. Ich würde sagen, einen Kampf schaffen wir noch. Ja, ich würde ungern den Gitarristen der rechts nehmen, weil der wahrscheinlich wieder Magnetilos dabei hat. Den mache ich dann wohl auch offscreen. Das heißt, diese beiden Routen werde ich offscreen machen, also diese und die Fahrradroute. Ganz einfach, weil Magnetilo kämpfe. Ich schaue mich einfach mal irgendwie um, ob ich eine Liste mit finde, wo jetzt hier welcher Trainer Magnetilo benutzt und mache alle Gegner, die Magnetilo nutzen. Damit wir das hinter uns haben für die Zukunft. Abseits von der Arena natürlich. In der Arena lasse ich die Magnetilos natürlich noch am Leben. Und ja, Kanivana ist an sich bedrohlich von seinen Offensivwerten, aber in der Defensive, wie man auch schon gemerkt hat, sehr anfällig. Von daher für unseren Inkarder ein schönes Ziel, weil der Inkarder ja auch ein bisschen mehr aushält. Und das reicht leider nicht für Level 20. Was natürlich auch blöd ist, weil so viel sei verraten, es entwickelt sich auf Level 20. Heißt das, wir schaffen noch ganz schnell den Kampf, weil wenn ich offscreen trainiere, müsste ich dann auch aufnehmen nebenbei für den Mitschnitt. Und ich würde ungern offscreen am PC aufnehmen, jetzt mal im Ernst. Das kann ich auch schön auf dem Game Boy Advance machen, dank meiner Methode. Gemütlich von irgendwo anders. Dann nehmen wir jetzt diesen Doppelkampf hier. Mit Prudox und unserem, mit Ramot natürlich und unserem wie das nochmal? Linkava, danke. Ich habe wahrscheinlich jetzt schon tausendmal das Falsche gesagt. Weil ich mich einfach schon so auf die Weichentwicklung freue.
Dann ist es endlich mal nützlich. Und zwar mindestens doppelt so nützlich wie jetzt. Weil ich sogar noch mehr. So, und Zickzacks muss jetzt leiden. Yay. Ah ja, leiden kann man das jetzt nicht gerade nennen. Aber immerhin zwar Quita schon nächste Runde besiegt. Ich würde sogar sagen, ich mache so, weil das müsste auch locker reichen. Wenn man gesehen hat, man hätte sich auch selbst angreifen können, wenn man Lust hat. Man kann sie auch selbst fertig machen. Ist mir mal in der einzigen Arena in diesem Spiel ein Doppelkämpf halt aus Versehen passiert und dadurch habe ich verloren. Das ist natürlich ungünstig. Dieses Feature, aber bei manchen Attacken ist es halt sinnvoll, sie auf sich selbst zu verwenden für manche Strategien. Nutzt man zwar selten, aber zum Beispiel ein Pokémon mit Feuerfinger und das andere nutzt noch eine Elektroattacke darauf. Kann nützlich sein und dasselbe natürlich auch mit allen möglichen anderen Fähigkeiten. So, den Kader reicht Level 20 und Ramot nicht. Und dadurch haben wir jetzt eine Entwicklung bei uns um den Kader. Und es entwickelt sich zu einem der schnellsten Pokémon im Spiel, zu einem wunderbaren Ninjask. Und Ninjask ist nicht nur von Natur aus schnell, durch seine Fähigkeit kriegt es jede Runde noch einen Initiative-Boost von 50%. Und es will Doppelteam lernen. Doppelteam ist immerhin sinnvoller als das, was es jetzt schon kann. Lieber die eigene Fluchtwert erhöhen als die gleiche Genauigkeit. So. Und Zornklinge ist eine Käferattacke, die stärker wird, je öfter man sie in Folge nutzt. Und zwar ist sie anfangs noch schwächer als Blutsauger, später aber stärker. Ich balte beide und vergesse Härtner. Jetzt einfach, weil Härtner sich nicht mehr lohnt, weil Ninjask nicht so viel aushält wie in den Kader. Und es versucht Kreidischrei zu erlernen, um die gegnerische Verteidigung zu senken. Und das lassen wir mal lieber sein. Jetzt aber der Witz, wir haben nicht nur Ninjask, alle Freunde, wir haben auch noch einen Ninjatom im Team. Ebenfalls auf Level 20, selbe Wesen und an sich selbe Sachen wie das Ninjask. Bis auf die Statuswerte, die sich unterscheiden. Man merke ein KP, ein einziger KP, aber dank seiner Fähigkeit Wunderwache, erhält es kaum noch Schaden. Es erhält Schaden ausschließlich von Pokémon, die selbaktive Attacken auf es nutzen und von Gift, von Verbrennung, von Sandsturm, von Hagelsturm und ähnlichem. Ja, wir haben damit ein sehr interessantes Pokémon in unserem Team. Die Bären lassen wir mal Bären sein. Mit diesem wunderbaren Ninja-Tom könnte ich natürlich demnächst auch die Magnetilos beseitigen. Es wird zwar weiterhin lange dauern, aber immerhin laufe ich nicht in Gefahr zu sterben, weil ein Magnetilo keinen Schaden machen kann. Oder Superschall könnte gefährlich werden. Naja. Ich muss auch zur Schule mal wieder. Deutschunterricht lässt grüßen. Deswegen sehen wir uns das nächste Mal wieder bei unserem wunderbaren Let's Play zu Pokémon Saphir Monotype Käfer. Jetzt mit unserem vierten Team Pokémon. Deshalb ist es doch mehr als doppelt so nützlich, weil wir einfach doppelt so viele Pokémon aus diesem einen gemacht haben, nämlich zwei. Eins mal zwei ist schließlich zwei. Wer hätte das gedacht? Das war jetzt hochkomplizierte Mathematik. Wir sehen uns also das nächste Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss.